Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeelehrer. Heute haben wir mal wieder einen Kaffeevollautomaten im Test der Firma Saeco. Und zwar ist das der 6580 in Klavierlack Schwarz. Ja, und zwar werde ich euch gleich erst einmal die Maschine vorstellen. Dann werden wir verschiedene Getränke zubereiten und dann ziehe ich ein kurzes Fazit. Ja, und jetzt werdet ihr euch fragen, was kann denn das Gerät überhaupt? Ganz einfach. Ihr bekommt zunächst einmal einen Kaffeevollautomaten, mit dem ihr 14 unterschiedliche Getränke herstellen könnt. Mit einem kleinen TFT-Display. Ihr könnt 4 verschiedene Profile einstellen und ihr könnt über die Kaffee Maestro verschiedene Stärken festlegen und wir schauen uns das jetzt mal im Folgenden an. Fangen wir mit dem Espresso an, dem klassischen Getränk überhaupt. Hier seht ihr 3 Balken, die zeigen euch die Stärke des Kaffees an, die Wassermenge und die Brühtemperatur. Alles könnt ihr noch hier über die Pfeiltasten verändern und durch das Bestätigen geht ihr in die nächste Kategorie. Ja, wir haben gemessen, vorher schon 75 Dezibel haben wir, also ein mittellautes Gerät. Was unten rauskommt, ist ein toller Espresso mit einer sehr guten Creme. Und jetzt bin ich gespannt, wie er schmeckt. Eine sehr gute Temperatur. Rosario Bonafede, dessen Bohnen wir hier im Einsatz haben, sagt, es ist ein italienisch kräftiger Espresso und genau das trifft es auch. So, und natürlich ist noch ein Milchmischgetränk. Wir nehmen den Cappuccino, nehmen die voreingestellten Varianten und starten. Ja, das ist der fertige Cappuccino. Das Schöne ist hier, dass das durch den Schlauch angezogen wird. Man geht also nicht durch die Maschine. Ist sehr hygienisch. Und ihr seht, ein schöner Milchschaum, sehr gleichmäßig. Und da warten wir mal. Oh! Etwas heiß, könnte man ein bisschen die Temperatur runterregulieren, aber geschmacklich auch wieder top. So, und wer es jetzt ganz intensiv am frühen Morgen haben möchte, der kann hier auswählen über den Ristretto. Das ist nämlich der halbe Espresso und dementsprechend richtig stark. Wohl bekommst. Oh ja, sizilianisch, stark, intensiv und lecker. Ja, kommen wir zum abschließenden Fazit. Für 700 Euro bekommt ihr eine wirklich tolle Maschine, mit der ihr 14 verschiedene Getränke herstellen könnt, gut verarbeitet ist, die auch sehr gut durchdacht ist, die ein ganz gutes Kegelmahlwerk hat, die auch sehr kompakt ist, das heißt, sie passt in jede Küche und die wirklich leckere Getränke zubereitet. Was nicht ganz so schön ist, ist, dass viel von dem, was hier an Material verbaut wurde, Plastik ist. Da hätte man auf hochwertige Materialien setzen können. Das Display ist sehr klein und vielleicht hätte man auch noch an der einen oder anderen Stelle das Ganze ein bisschen optisch zeitgemäßer gestalten können. Aber ansonsten können wir das Gerät absolut empfehlen. Ja, das war's mit unserem kleinen Test. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaffeelehrer.